Ja, servus und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge LS19 Alpine Challenge hier auf meinem Kanal. Große Nachfrage bei Lichti Chocolatier. Wir schauen nach. Ach hier, Milch, ne? Milch, 1600. Ja, da bringt das am Hofladen gerade mehr, ne? Okay, dann brauchen wir dann gar nicht drauf achten. In Ordnung. Gut, wir wollen den Waldrahmen eben reparieren und tanken fahren, ne? Klappen wir das mal zusammen, das Ding. Ich würde noch einen zweiten Ballenwagen holen. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, weil dann bräuchten wir nicht immer hin und zurück zu fahren mit 4 Stößen, ne? Sondern könnten direkt 8 Stöße mitnehmen. Ich meine, Platz genug haben wir am Hof, um hier dementsprechend das zu laden, abzuladen, aufzuladen dementsprechend, ne? Das wäre nicht das Thema. Also Platz haben wir ja ohne Ende eigentlich. Können hier uns vor den Kuhstall stellen in dem Sinne und dann können wir von hier aus abladen, ne? Das wäre kein Problem, da hätten wir genug Platz. Also Platz haben wir ohne Ende. Das ist nicht das Thema. Platz haben wir ohne Ende. Vor allem, das sieht auch richtig cool aus mittlerweile hier, ne? Das sieht mittlerweile, finde ich, richtig, richtig cool aus. Klar, Erdbeerfett, naja, gut, aber gut, okay. Hauptsache erstmal Geld. Das sieht auch noch nicht so toll aus, das werden wir auch noch machen. Aber soweit, so gut, ne? Soweit, so gut, Leute. Kriegen wir alles hin. So, 3 Paletten Erdbeeren sind voll. Oha, cool. Das ist gut. Wir werden den Walter reparieren, tanken fahren. Wo ist die Tankstelle? Ist die hier am Hof? Die ist hier vorne auch gewesen, ne? Shop, genau. Hier ist die Tankstelle, hier ist der Shop. Genau. Das heißt, wir fahren hier rüber. Achso, ja, klar. Hier rüber, fahren hier. Und dann fahren wir hinten rum und dann an den Shop. Genau. So machen wir das. So wird es gemacht. So einmal in Innensicht. Werden wir nochmal sauber machen, ne? Das auf jeden Fall. Können wir aber später machen noch. Sauber machen können wir später noch. So, jetzt heißt es erstmal tanken und reparieren. Tanken und reparieren, ne? Das ist jetzt erstmal das, was an erster Stelle steht. Dann schauen wir dementsprechend weiter, ne? Dann schauen wir dementsprechend weiter. Wir müssen auf jeden Fall die Grasballen alle von der Wiese runterholen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann können wir gucken, dass wir Silageballen draus machen, ne? Das ist kein Problem. So, wie gesagt, wir fahren hinten rum an den Shop ran, damit wir nochmal tanken können, ne? Hat mir ja gesagt. Können wir nämlich hier immer tanken. Sollte es passen, ne? Einmal in Volltanken hier. Passt einiges rein. Ich glaube, das wird einiges an Geld kosten, aber wir haben wieder mehr Geld bekommen, ne? Sehe ich gerade. Oha. Ich meine, wir hatten jetzt über 41.000, ne? 316 Euro Spritkosten, okay. Es geht. Ist jetzt nicht wirklich wenig, aber ich sag mal, ich glaube, es lohnt sich auch nicht für eine Produktion. Ich weiß es nicht, ne? Ich weiß es nicht. Ich meine, Produktion schön und gut, ja, aber, ne? Und hier die Felder sind erntereif, ne? Zumindest Feld 22 ist erntereif, Leute. Feld 22 ist erntereif, okay. Hä? Hatten wir die Einstellung anders? Pflanzenwachstum normal, ja. Dann ist der Weizen fertig, cool. Dann können wir den Weizen dreschen, sehr schön. Dann werden wir das mal auch machen. Wir reparieren aber eben noch den Waldra, fahren ihn wieder zurück zum Hof. Kriegen wir hin, ne?
Kriegen wir hin. Lass mich rein. Danke. Reparieren. Für 660 Euro ist in Ordnung. Reparaturkosten sind halt da, das ist klar. Die, was war hier mit? Hatten wir, glaube ich, nur so abgestellt, ne? Müssen wir, glaube ich, wieder mit zum Hof nehmen, ne? Die müssen wir, glaube ich, wieder mit zum Hof nehmen, ne? Ja. So. Gut, dann einmal ab zum Hof. Dann werden wir anschließend das Weizenfeld dreschen, dass wir da jetzt definitiv wieder reinkriegen. Hoppala. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. 40.159 Euro. Wodurch kriegen wir Geld, Leute? Wodurch kriegen wir, ich glaube, stündlich kriegen wir Geld, aber wodurch? Ich bin jetzt gerade echt am Rätseln, wodurch, ne? Ich meine, am Honig kann es ja eigentlich nicht liegen, theoretisch, ne? Eigentlich nicht, ne? Ah, okay. Obst müssen wir auch noch eine ganze Menge haben, ne? Müssen wir gucken, dass wir das Obst noch zusammenholen. Dementsprechend mal verkaufen, ne? Und ich glaube, das Wasser wird knapp. Wasser wird knapp hier bei den Erdbeeren. Da müssen wir auch mal wieder auffüllen, ne? Ach, so viel zu tun, Leute, das ist heftig. So, Weizenfeld dreschen. Helfer, go. Hast du Strohschwad an? Helfer, leise. Jetzt aber. Leg los. Danke. Strohschwad müsste jetzt an sein, ne? Ja, perfekt. Weil Stroh kann man gebrauchen, beziehungsweise Stroh werden wir dann dementsprechend verkaufen fahren. Drescher müsste auch dringend auftanken, ne? Ja, komm, dann machen wir das eben. Müssen wir dringend tanken, ne? Tanken und reparieren. Ihr seht es gerade. Alter Falter. Ja, ihr seht es gerade, Leute. Tanken, reparieren, ne? Ganz, ganz wichtig. Dann machen wir das mal eben. Dann machen wir das mal eben, Leute, ne? Wenn es gemacht werden muss, dann machen wir es. Ja, ist der gleiche Drescher wie auf der Kampagne, ne? So zur Info. Aber ich finde ihn eigentlich nicht schlecht. Und für die zwei Felder reicht er eigentlich aktuell wirklich vollkommen. Ne? Für die zwei Felder reicht er vollkommen, Leute. Deswegen. So, einmal tanken. Kostet auch wieder natürlich Geld. Klar, aber egal. Ich meine, Geld haben wir genug. Vor allem reicht das dann erstmal wieder eine ganze Weile, ne? So, wie viel hat es gekostet? 378 Euro, ne? Oha. Ja, ist ganz schön viel Geld, was es kostet, ne? Erstes Schild umgefahren. Ja. Passt auf jeden Fall, ne? Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir extrem Mühe. So, einmal hier. Mähwerk. Oder Schneidwerk hier. Dementsprechend einmal reparieren. Muss auch mal machen, ne? Einmal reparieren. 8 Euro. Seht ihr? Gut, ne? Das ist in Ordnung. Kennt ihr ja selber von der Kampagne, ne? Da hab ich ja jetzt... Ich glaub, weiß nicht, ob die Folge schon raus ist. Ich glaube nur nicht, aber hier für knapp 60 Euro... Einmal Drescher komplett repariert, das ist doch in Ordnung, ne? Kann man doch nicht meckern, ne? Kann man doch nicht meckern. Aber es passt. Und wie gesagt, er schafft einiges, der Drescher. Hoppala. Der Drescher schafft einiges.
Finde ich echt gut. So, dann setzen wir den Dings hier an hier. Den Helfer. Den kann er weiter ackern. In der Zeit werden wir dann, würde ich vorschlagen, Wasser holen. Für die Erdbeeren. Wasser holen für die Erdbeeren, ne? Müssen wir machen. Können wir dementsprechend auch eventuell direkt die Tiere versorgen mit Wasser. Einmal auffüllen. Danke. 8000 Liter Wasser, ne? Oha. Das ist cool. So, 39.695 Euro. Das ist einiges, was dabei rumkommt, ne? So. Was ich gemerkt habe, ich kann so nicht wirklich rückwärts fahren, ne? So kann ich nicht wirklich rückwärts fahren, Leute. Auch an dich, Solas, die eventuell den Tipp, vielleicht hilft dir das auch in die Innenansicht. Und so kann ich wesentlich besser irgendwie hier rangieren mit Deichsel, als wenn ich von oben aus stehe. Er sieht jetzt, ist jetzt Vorführeffekt wahrscheinlich, ne? Vorführeffekt, klar. Aber ich kann hier wesentlich besser mit rangieren in dem Sinne als, ja, Vorführeffekt. Ich hasse es. Ich hasse es. Aber wie gesagt, ich finde es wesentlich einfacher, hiermit so zu rangieren. Als mit von außen. Ah, fast. Fast, Leute, ne? Ist ein bisschen Übung auch, klar. Aber je öfter man das macht, umso einfacher ist es. Genauso wie mit Ballen, finde ich. Ballen finde ich genauso. Eigentlich mittlerweile total einfach. Weil, ja, es läuft, ne? So, wie viel Wasser haben wir drin? 13.000 Liter Wasser ist in Ordnung. 14.000 Liter, okay. Dann bräuchten wir noch Mist, ne? Mist bräuchten wir noch eine ganze Menge. Okay, kriegen wir hin. Dann stellen wir den wieder hier hin. Dann bräuchten wir noch Mist, ne? Haben wir noch einen Frontlader? Mal eben schauen. Da haben wir den einen jetzt da dran, ne? Ich glaube, den haben wir da dran, ne? Ja. Nee, sonst haben wir keinen Frontlader gerade. Okay. Na gut. Dann stellen wir den hier hin. Dann brauchen wir natürlich den Frontlader. Hier, genau, der hier ist dran. Da müssen wir jetzt aber die Ballen aufladen. Bedeutet, wir... Nee, wir müssen eigentlich einen Kipper haben, ne? Unkraut ist hier keins mehr drauf. Das ist erledigt. Das heißt, das können wir wegfahren. Dann können wir dann den Kipper besorgen. Genau, dann können wir nämlich hier mit dem Kipper dann dementsprechend ackern. Okay, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Und wir müssen definitiv auch mal die Maschinen sauber machen. Das wäre auch eine schöne, schöne Sache, ne? So, Weizenfeld wird gemacht. Sehr schön. Der Drescher ist dran. Ja, okay, lassen wir den eben fahren schnell. Ja, dann fahr auch. Gib Gas. Ich habe Zeitdruck. Ich habe Zeitdruck. Ja, so langsam hier, der Kollege. Egal. Müssen wir sauber machen. Ist ganz schön dreckig, ne? Generell die Maschinen müssen wir echt sauber machen. Aber okay. So.
Helfer hatten fast vollen Kontakt. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Das machen wir aber jetzt gleich. Das machen wir jetzt gleich, ne? Kriegen wir hin. Wir bringen jetzt eben das hier weg, holen den Kipper und können wir mit der Dings loslegen, ne? Das sollte funktionieren. Das sollte funktionieren. Helfer 11 hat einen vollen Korntank. Ja, danke. Prost Mahlzeit, ne? Hier steht der Drescher wieder rum, ne? Hat die ganze Zeit rumgestanden. Aber egal, jetzt steht er wieder rum, ne? Egal. So. 40.400 Euro, ne? Oha. Nice. Kollege, schneller fahren. Ja, jetzt fährt er schneller, ne? Jetzt will ich überholen, jetzt fährt er schneller, ne? Klar doch. So. Dann brauchen wir jetzt den Kipper. Nein, nicht so. Leute. Geht doch. Den Kipper brauche ich. Der steht hier rum. Passt aber, ne? So, dann fahren wir einmal zum Feld. Können wir den Dresch abtanken und dann passt das. Hier brauchen wir neue Mist, ne? Okay, nächste Palette Erdbeeren fallen. Oha. Verdammt viele Erdbeeren, ne? Heftig. Fahren wir außen rum, können wir nochmal tanken? Ich würde sagen, ja. Dann fahren wir außen rum an der Tankstelle vorbei, dann können wir den direkt auch nochmal tanken. Dann sind wir da eigentlich wieder auf einem guten Stand. Würde ich fast behaupten. Ups, sorry, Schild. Dann läuft das, ne? Sieht doch gut aus. Also ganz ehrlich, Leute, ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Ich habe zwar nicht so viel Geld auf dem Konto wie Solaris gerade aktuell. Ich meine, 268.000 ist der drauf. Ich noch jetzt aktuell 40.000, aber... es ist im Prinzip immer noch so als, sag ich mal, kleine Challenge irgendwie, aber naja, ist jetzt keine direkte Challenge mehr, ne? 77 Euro Kraftstoffkosten, okay. Kriegen wir alles wieder rein. Mach ich mir überhaupt keine Sorgen, ne? Eier können wir noch verkaufen, das ist auch noch klar. Eier kriegen wir auch eine ganze Menge rein. Müssen wir schauen. Gucken wir aber hin. So, den müssen wir einmal abtanken hier. Wir müssen eine weitere Eierpalette wahrscheinlich reinstellen. Ah, ja, läuft. Okay, das passt. Sehr schön. Dann kannst du weiter dreschen. Oh, wo sind wir hier? Ah. Eierpalette, ne? Wir müssen den haben hier, ne? Ja. Sollen wir Ball mitnehmen? Wir nehmen Ball mit, Leute. So, so wie Ron das gesagt hat, in die Richtung stellen, in die man fahren will anschließend, ne? Dementsprechend stelle ich mich einmal hier so hier hin, weil ich hier natürlich in die Richtung dann auch später fahren will, ne? Stellen wir uns so hier hin. Dann werden wir das hier einmal abkoppeln. Danke sehr. Und dann werden wir die Ballen aufladen. Einmal die Ballen aufladen. Passt das, ne? So, sieht gut aus, Leute.
Sieht verdammt gut aus, ne? So, einmal aufladen bitte. Kriegen wir alles hin, ne? Das ist relativ einfach. Da machen wir keine Gedanken, ne? Nö. Ne? Guckt mal, wie einfach das geht. Das ist doch easy. Das ist doch richtig leicht. So. Nächster Stoß. Hoppala. Das passt super, super gut, Leute. Sehr schön. Vor allem, wenn man sieht, wie einfach das eigentlich geht, ne, mit dem Aufladen, wenn man, wie gesagt, Übung hat und alles, dann geht's eigentlich, ne. So, sehr schön. Zweiter Stoß steht. Perfekt. Einmal Bänder drum. Sehr schön. Nächster Stoß. Nehmen wir direkt den hier. Da haben wir den nämlich auch schon mal drauf. Haben wir eben hier 12, 24, 48.000 Liter drauf. Ne? 48.000 Liter auf einem kleinen Hänger hier. Das ist ordentlich. Hätte mal eben schnell machen, ne? Passt doch. So, sehr schön. Nächster Stoß, nehmen wir den da vorne direkt. Dann haben wir den nämlich auch schon mal weg. Dann passt das. Dann passt das hervorragend, Leute, ne? So. Nochmal zurücksetzen, einmal noch ein Stückchen höher. Ja, sollte passen. Sehr schön. Und hoch mit dir. Perfekt. So, dann drehen wir einmal. Fahren auf die andere Seite des Hängers. Dann können wir dann dementsprechend hier einmal noch die Ballen, den Stoß hier quasi aufladen und dann passt das, ne? So. Sehr schön. Sehr schön, Leute. Das passt doch. Einmal Band rum. Zack, zack. Und ab zum Hof. Trennt eure Lohnzahlungen. Und wieder über 41.000. Ich weiß nicht, wo das Geld herkommt, Leute. Wo kommt das Geld her, Leute? Ich weiß es gerade nicht. Haben wir irgendwas gekauft, was stündlich Geld bringt? Vor allem so viel, ne? Kann ich mich eigentlich gar nicht dran erinnern, ne? Das sind die
Obstbäume über Global Company, klar. Das ist die Deko. Also ich könnte mich nicht dran erinnern, Leute. Nee. Nee. Hä? Warum kriegen wir dann... Oder ist das wirklich durch den Hofladen? Kann es sein? Eigentlich ja nicht, oder? Ich weiß gerade nicht. Ich meine, Hofladen bringt Geld, aber ich meine, ich dachte zumindest jetzt gerade erstmal, dass das nur erst um 24 Uhr gut geschrieben wird, ne? Okay. Scheint wohl wirklich der Hofladen zu sein, ne? FF hat einen vollen Korntank. Okay, dann müssen wir den nochmal eben schnell abtanken. Kriegen wir hin. So, wir fahren jetzt einmal hier rum. Können wir nämlich hier einmal dann dementsprechend die Grasbahn abladen. Dann müssen wir nämlich einmal hier den Kipper zum Drescher bringen. Genau. Steht sogar auf der rechten Seite. Perfekt. Das ist gut. Das ist gut, Leute. So, sehr schön. Perfekt, so soll es sein. So ist es ordentlich. So, jetzt gucken wir mal einmal hier wegen Hofladen, ne? Hat der noch Honig? Wird das wirklich durch den Hofladen erzeugt, das Geld? Das wär ja optimal. Und Eier kriegen wir ohne Ende, ne? Guckt mal, die zweite Palette ist auch schon voll. 2400 Liter plus 450 Liter und plus, oha, 300 Liter nochmal dazu, ne? Oha. Okay, wir brauchen auf jeden Fall mehr Paletten hier. Ich merke es schon. Ist aber nicht verkehrt. Heißt, wir holen nochmal hier einmal Paletten. Gibt richtig ordentlich Kohle, ne? Oha. Es gibt richtig ordentlich Kohle, Leute. So. Haben wir die Gabel hier. Ja, wir brauchen nachher wieder Mist, ne? Für die Erdbeeren müssen wir besorgen. Okay. Einiges zu tun, wie gesagt, ne? Einiges zu tun, aber kriegen wir hin. Dann würde ich sagen, verkaufen wir einmal die Palette. Die erste. Nicht so ganz das Wahre. Komm schon. Muss ich auch richtig aufnehmen, ne? Richtig aufnehmen wäre natürlich echt spitze. So sieht es besser aus. Naja, geht. Bisschen schief, aber egal, geht. So, Eier. Ja, Scheune, ne? Klar doch. Hoflandstand, ja, Scheune. Machen wir Scheune. Der bringt es gerade am meisten, ne? 3300 Euro pro 1000 Liter. Wir haben 2400 Liter hier drin, plus die anderen noch. Ich glaube, das läuft. Ne? Ich glaube, das läuft, Leute. Das Geld ist definitiv gar nicht mal so verkehrt. Das sind im Prinzip über 12.000 Euro, die wir jetzt hierfür bekommen, ne? Ja, hier 8.000 Euro, Leute. 8.000 Euro, Leute, ne? Für Eier sind 16.000, über 17.000 Euro plus die Pakete noch dazu, ne? Alter Falter.
Es ist eigentlich richtig heftig, ne? Oh nein, Autoloot mache ich nicht. Da bin ich definitiv dagegen. Wie viele sind hier? 14,95 Liter wäre, ne? Heftig. Ja, die verkaufen wir einmal hier. Gibt auch wieder Geld. 46 Euro. Ist in Ordnung. Dann haben wir 150 Liter. €463, läuft auch. So, Viertelstunde ist wieder oben. Dementsprechend wieder neue Eier. Wie viel Liter? 16 Liter. 16 Liter Eier alle 15 Minuten, ne? Oha. Das ist viel. Das ist wirklich viel, ne? Okay. Aber die Eier noch verkaufen. Und wir sind über 30 Minuten, Leute. Egal. Die verkaufen wir jetzt noch, dann haben wir Feierabend. Dann haben wir Feierabend. Macht aber auf jeden Fall richtig Laune hier zu ackern, ne? Das macht richtig, richtig Spaß hier, Leute. Mega. Wirklich. So, nochmal. Zweites Mal 8070 Euro, ne? Sind über 16.000 Euro, Leute. Für eh mal für Eier bekommen, ne? Über 16.000 Euro, Leute. Heftig geil. Ja, läuft. Ich würde sagen, das läuft, ne? Bringen wir die Palette noch weg, dann haben wir Feierabend für heute. Ich danke euch schon mal fürs Zusehen. Wir sehen uns dann morgen wieder. 14 Uhr, neue Folge. Hier ist 19 Alpine Challenge auf meinem Kanal. Ich freue mich, wenn ihr natürlich dabei seid. Und wer Lust hat, natürlich auch gerne bei Solaris reinschauen. Gerne unterstützt ihn. Er gibt sich auch immer richtig viel Mühe. Und hat verdient, auch auf YouTube hochzukommen. In dem Sinne, bis dahin erstmal Servus und Tschüss.